Nach 7 Uhr abends hinter die Schenke. Na gut, dann machen wir das doch mal. So. Dann gucke ich mir hier mal den Gemischtwarenhändler an. Das hier ist schließlich die Chronomalie des Sommers. Wir müssen noch garantiert was finden. Was Nettes. Ja, hallo. Ha! Oh, Hopfen. So. Wenn ich zurückgehe, werde ich ihn nochmal schnell anpflanzen. Ja, es lohnt sich also doch, die anderen Bereiche mal zu besuchen. Das ist ein goldenes Glück. Kann ich hier irgendwie die Zeit verstreichen lassen? So. Oh, und ich habe schon ein paar Samen gefunden. Die Hälfte knapp? Wow. Ah, Fische sind nicht sehr... Na gut. Da kommt bestimmt noch was. Gucken wir mal, was es hier sonst noch gibt. Wir haben hier... Oh, da vorne gibt es Quests. Dann gucken wir doch gleich mal nach einer Quest. Oh mein Gott, eine Leiche. Oh. Frau ist am Strand zusammengebrochen. Ich muss ihr helfen. Wo bin ich? Du bist in Schatolla. Schatolla? Oh, war noch jemand hier bei mir? Unser Boot ist gekentert. Wir wurden von einem Monster angegriffen. Ich kann doch nicht die Einzige sein, die hier angespült wurde. Oh. War es jemand, der dir nahesteht? Ja, jemand, den ich sehr liebe. Aber nur, wenn nur ich hier bin, dann... Vielleicht wurde er zuerst gefunden. Stimmt, vielleicht ist er irgendwo in Schatolla. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mir bei der Suche helfen? Ich muss ihn unbedingt finden. Er ist mir sehr wichtig. Ich kann dich jetzt nicht allein lassen. Vielen Dank. Ich bin Lilia. Bitte verzeih, ich hätte mich schon früher vorstellen sollen. Nimmst Lilia deinen Namen. Havana, schön eine Bekanntschaft zu machen. Ich werde versuchen, mit den Fischern zu reden. Könntest du bitte die Leute in der Stadt für mich fragen? Roger. Danke. Triff mich wieder hier, wenn du etwas in Erfahrung bringen konntest. Mach ich doch gerne. Schuppdi schuppdi dudi dum. Wie bitte? Du willst wissen, ob wir in letzter Zeit jemanden am Strand gesehen haben? Nein, ich glaube nicht. Ich auch nicht. Hast du jemanden verloren? Erzählst Lilias Geschichte. Du liebe Güte, ihr Boot wurde von Monstern angegriffen? Wie schrecklich! Tut mir leid, aber habe ich nichts davon gehört, dass jemand gerettet wurde.
In Chatala verbreiten sich solche Neuigkeiten normalerweise schnell. Tut uns leid, dass wir nicht helfen konnten. Hoffentlich findet ihr ihn. Ja, gebt nicht auf. Es kann immer noch sein, dass er woanders angeschwemmt wurde. Wenn ihr ihn nicht in Chatala findet, dann vielleicht in einer anderen Stadt. Oh, wird das eine Weltreise? So. Gasthaus. Dim, 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 dim. So. Da. Hm? Suchst du nach jemandem? Erzählst Lilias Geschichte. Oh, ihr Boot wurde also von dem Monster angegriffen. So ein Unglück. Ich habe von dem Vorfall gehört, aber ich wusste nicht, dass es Überlebende gibt. Tut mir leid, dass ich nicht helfen kann. Geh zum Strand zurück und sag Lilia, wie die Suche läuft. Das ist... Ei. Ei. Die Diva singt. Na gut. Ich wollte doch nur quatschen. Lubidubidum, lubidubidum. Ja, hier sind auch Kinder. Super. Hi, Pavana, wie läuft's? Oh, wirklich? Ich habe auch keine Hinweise. Ich habe die Seeleute und die Fischer gefragt, aber niemand hat ihn gesehen. Vielleicht muss ich akzeptieren, dass er wirklich verloren ist. Mein liebster Jade. War dein Partner? Ja, wir waren verlobt. Das ist wohl unsere Strafe. Hätte ich nur nie gesagt, dass wir zusammen davonlaufen sollten. Wovor seid ihr davongelaufen? Jades Eltern waren gegen unsere Heirat. Aber davon ließen wir uns nicht aufhalten. Wir wollten einfach durchbrennen. Darum wart ihr also in dem Boot. Ja, aber sieh doch nur, wie das gelaufen ist. Ein Monster brachte unser Boot zum Kentern und jetzt gibt es nur noch mich. Was haben wir davon, dass wir durchbrennen wollten? Er könnte noch am Leben sein. Oh, übrigens, als du mich gefunden hast, lag irgendwo in der Nähe ein Haarschmuck? Oh, dann wurde er wohl weggeschwemmt. Er war ein Geburtstagsgeschenk von Jade. Er bedeutete mir sehr viel. Was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde nach Nemea gehen. Dort wollten Jade und ich unser neues Leben beginnen. Jetzt, wo ich davongelaufen bin, kann ich nirgendwo sonst hin. Ich kann nicht wieder nach Hause gehen. Ich möchte wenigstens in der Stadt wohnen, die wir ziehen wollten. Danke für alles, Pavana. Ich gehe dann mal. Oh, den finden wir doch bestimmt irgendwo. Ich mache mir Sorgen um dich. Sieh irgendwann ab morgen nach, ob sie sicher in dem Meer angekommen ist. Okay. Sonst keine weiteren Quests. Dann gucken wir mal, was es hier so für Fischis gibt. Fischi, Fischi, Fischi. Ja. Fischi, Fischi, Fischi. Hier sollte es doch ein paar andere geben. Nur so eine Handvoll andere.
Die beißen aber sehr schlecht hier heute. Rosige Meerbrasse. Hummelgarnele. Gar nicht übel anscheinend der Loot bis jetzt. Vielleicht ist ja eins davon das, was wir brauchen für unsere neue Produktion. Oh, da fällt mir ein, da fällt mir ein. Ich muss mich mal beeilen. Per Schnellreise nach Hause, genau. Schnell einlagern, was ich hier habe. Kann ich den nicht. Ach, die wachsen auch ohne Gießen. Okay. Zack. So. Mein Gluckel. Gemischtwarenladen. Bonello-Händler. Dann sollte ich es theoretisch noch schaffen. Sollte ich es eigentlich noch schaffen, bis 7 da zu sein? Na, gucken wir mal rum. So. Hier ist nichts. Hier geht auch nichts lang. Hier kann ich auch nicht lang gehen. Hier geht echt nur die Zeit rum, wenn ich gehe. Okay. Es ist 7. Und damit hier hin. Der Besitzer hat ja definitiv gesagt, dass sie ihn hinter der Bar treffen soll, oder nicht? Das soll das gesammelte Trinkgeld des Tages sein? Tja, was für ein Haufen geiziger, mittelloser Faulenzer! Miep, miep, miep! Nein, das Schiff ist noch nicht fertig, weil wir das Geld dafür noch nicht haben. Du musst härter arbeiten. Miep! Dir den Stein zurückgeben? Du willst dir wohl selbst ein Schiff bauen, wie? Törichtes Kind! Wenn ich schon nicht schnell genug eins besorgen kann, wie kommst du dann darauf, dass du es kannst? Du musst lernen, wo dein Platz ist. Ich habe dich bei mir aufgenommen. Du schuldest mir dein Leben. Nun genug der Albernheiten. Morgen erwarte ich Besseres von dir. Das ist ein Arsch. Es sieht aus, als hätten sie sich gestritten.
Komm, sehen wir nach, ob es ihr gut geht. Doch hier irgendwas verloren. Na, lass mal reden. Leise. Er wird zurückkommen, wenn du zu laut bist. Worüber habt ihr euch gestritten? Miep. Miep? Ja, finde es. Oh, hast du etwas gefunden? Sieht aus wie ein Brief. Der Typ muss ihn vorhin fallen gelassen haben. Ah, dieser Brief stinkt nur so nach Boshaftigkeit. Was ist das? Ich glaube nicht, dass es ihm etwas ausmachen würde, wenn wir ihn lesen. Du liest den Brief. Hallo Nikolaus, wie ich höre, brummt das Geschäft. Alle meine Mädchen sind nach Hause abgehauen, deshalb hatte ich es nicht leicht. Sie sagen, wegen der Chronomalie machen sie sich Sorgen um ihre Familien. Egoistisch. Unfassbar. Also schreibe ich, um zu fragen, ob du diese Emo immer noch verkaufen willst. Der Preis scheint angemessen zu sein. Ich werde die Papiere aufsetzen und freue mich auf deine Antwort. Das kann nicht wahr sein. Abscheulich. Du hast recht. Er wirkte zwar von Anfang an wie ein abscheulicher Mistkerl, aber dass er so tief sinken würde... Wie kann ein anderes Menschenleben so wenig für jemanden wert sein, dass er denkt, er könnte es einfach so verkaufen? Ich schätze, dass ein solch schwaches Bewusstsein für Menschenrechte in dieser Zeit nicht ungewöhnlich ist. Findest du, wir sollten dem Mädchen von seinem Plan erzählen? Das wäre vielleicht das Beste. Okay, sagen wir es ihr. Nehmen wir den Brief morgen Abend mit in die Bar. Morgen Abend? Schubidubidub. Dann zurück nach Hause. Schauen wir noch mal. Ich habe doch hier meinen neuen Gluckel. Wie heißt du? Pippa. Pippa und Flausch. Oh, diese süßen Geräusche. Wie niedlich. Wer von euch ist ein Flausch? Bist du Flausch? Oh, oh, wie süß! Wie süß! Oh Mann! Sind die Dinger knuffig? Ja, gießen kann ich ja gar nichts. Hier ist schon alles gegossen. So. Nichts zu verkaufen, nichts einzulagern. Dann. Gibt's was zu kochen? Hm, sehen wir dann noch. Erstmal geht's Heuer machen. Keine Lieferung. Na super. Überprüfe, ob Lilia in dem Meer angekommen ist. Mach ich doch glatt. So. Wir haben... ein wenig was zu tun. Itarashai. Keine Post. Das finde ich gut. Zack, zack, zack.
wird weiter Futter produziert. Käse. Käse, 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 Käse. Flausch. Einer von euch ist Flausch, das weiß ich ganz genau. Gamsten. Ah. Ich krieg schon goldene Milch. Nice. Dann gucken wir, was damit wird, wenn ich das zu Käse mache. Oh, kann ich nicht. Gut. So. Gießen, 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 gießen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Machen wir mal 20 draus und hole ich mir mal, wenn möglich, 10 von jedem. Oh, Nase. Von jedem. Nein. Super. Geht nicht. Perfekt. Genau sowas kann ich ab. Produktion. Muss ich Sachen produzieren? So. Muss ich hier ein bisschen was loswerden? Jederzeit. Vielleicht kann ich so ein wenig produzieren. Kastaniensetzling. Kann ich den einsetzen? Ja? Ja? Oh, brauche ich 4 Stück dafür? Das ist ein Baum. Das ist ein Baum.
Okay. Okay. Habe ich verstanden. Es ist ein Baum. Es ändert alles. Das ändert alles. Verzeihung, kennen Sie einen Mann namens Jade? Nein, tut mir leid. Gut, vielen Dank. Oh, hi Pavana, du bist in Nemea? Hast du nach Jade gefragt? Ja. Seit ich in Nemea bin, frage ich bei jeder Gelegenheit nach ihm. Aber bisher hat ihn niemand gesehen. Es tut mir leid. Ja. Aber ich werde noch nicht aufgeben. Selbst wenn es am Ende sinnlos ist, will ich nichts unversucht lassen, um ihn zu finden. Außerdem ist es besser für mich, wenn ich mich ablenken kann. Verzeihung, hallo? Ja? Suchst du nach einem Jade? Ja, genau. Ich habe mich gerade um einen Mann namens Jade in meinem Haus gekümmert. Vielleicht ist er es, den du suchst. Wirklich? Wo ist er? Ich glaube, er wollte zur Aussichtsplattform. Vielen Dank. Ah, halt, du sollst noch etwas wissen. Es ist wichtig. Ich sage es ihr, wenn sie möchten. Halte sie einfach auf. Sie könnte einen furchtbaren Schock erleiden, wenn sie ihn findet. Bitte geh vor zur Aussichtsplattform. Ich folge dir. Oh oh. Oh oh. Hat er eine neue? Oder ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Lilia, warte. Endlich habe ich dich gefunden. Wie bitte? Ich habe dich vermisst, Jade. Ich habe die ganze Zeit nach dir gesucht. Jade? Wer bist du? Oh, was ist hier los? Was meint ihr damit, wer ich bin? Ich bin Jade, aber ich weiß nicht, wer du bist. Was meinst du damit? Endlich habe ich dich eingeholt. Was ist mit ihm passiert? Ich komme wohl zu spät. Davor wollten sie uns warnen, oder? Hört mir beide gut zu. Er hat Amnesie. Amnesie? Aber wie? Er sagt, es sei die Folge eines großen Unfalls, in den er verwickelt war. Oh, der Unfall hat dazu geführt. Vielleicht kannte ich euch beide, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe. Aber jetzt kann ich mich nicht an euch erinnern. Es tut mir wirklich leid. Jade. Ich erinnere mich nur an meinen Namen und einen schrecklichen Unfall. Dass ich aus irgendeinem Grund nach Nemea kommen sollte. Weil ich weiß nicht mehr warum. Es tut mir leid. Trotzdem. Ich bin nur froh, dass Jade noch lebt. Was willst du jetzt machen? Weiß ich nicht. Ich muss da... Pavana, lassen wir es für heute gut sein. Ich muss erstmal alles verarbeiten, was hier passiert ist. Jade steht davon wahrscheinlich auch unter Schock. Ich werde dir schreiben, wenn ich wieder deine Hilfe benötige. Im Moment muss ich überlegen, was ich jetzt mache. Ich bin hier, wenn du Hilfe brauchst.
Ich möchte auch Ihnen danken. Tut mir leid, dass Sie uns hinterherlaufen mussten. Kein Problem. Das wirkt alles sehr kompliziert, also möchte ich auch meine Hilfe anbieten. Vielen Dank. Also dann, bis bald. Das war böse. Das ist uncool. So, was ist nicht schön? Amnesie.